Moin allerseits und willkommen zurück zu Nier Automata und schön, dass ich kurz nachdem ich meinen Speicherstand geladen habe, erstmal von ein paar Maschinen und einer verdammten Riesenwildsau angegriffen werde. Das ist, super! Das ist echt eine schöne Begrüßung. Ja, aber sowas von. Na gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss da hinten hin. Ich würde mal sagen, ich mache heute noch eine Dingsbums, eine Hauptquest und danach würde ich mal anfangen, endlich mal hier diese Nebenquest zu machen. Weil ich weiß wirklich nicht, ob das vielleicht nicht hier wirklich irgendwann vielleicht so sein könnte, dass hier die Nebenquests auf einmal verschwinden. Weil wenn dem so ist, wäre das nicht gerade so toll. Vor allen Dingen, ich habe gesehen, dass es anscheinend mehr von diesen roten Punkten jetzt hier gibt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesehen, dass der hier zum Beispiel... Das ist kein Kartenterminal, sondern das ist eine Maschine. Und bei denen konnte ich plötzlich eine Quest machen, beziehungsweise mehr oder weniger eine Quest, weil der hat mich auf einmal angegriffen, nachdem ich ihn umgenietet habe. Hat er auf einmal mir was beibringen wollen und dafür soll ich ihn jetzt irgendwie ein Draht mitbringen? Und jetzt tut er irgendwie was vorbereiten fürs nächste Mal. Ich weiß nicht, was der vorhat, aber werde ich ja beim nächsten Mal ja dann sehen. What is this? Analysis. It is a cave-in caused by the collapse of an open space underground. Why is that? That's a weird-looking enemy. Yep, und du hast gerade irgendwie zwei Sätze sagen wollen, hast aber nur einen vervollständigt. Sag mal, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit auf mich zuzuschlängeln? Ich möchte deinen komischen Punkt da treffen. Tust du mir überhaupt weh, wenn ich irgendwie in deiner Nähe bin? Anscheinend nicht. Das ist gut. Dann kann ich ja diesen komischen Bandwurm hier ja einfach ohne Probleme auseinandernehmen. Wie gern ich jetzt gerade meinen Laser hätte. Okay, du tust mir doch weh. Aber kann ich auch in der... Ja, ich kann auch im Nahkampf. Gut. Ist vielleicht ein bisschen lästig, die ganze Zeit alles nur im Fernkampf zu machen. Titanlegierung. Hört sich wichtig an. Hört sich selten an. Wollte schon gerade sagen, wo sind die anderen beiden? Danke, du Riesenbandwurm. Ich glaube, du verknutzt dich gerade selber, oder? Au, das tut weh. Ich möchte nicht die ganze Zeit deinen komischen Bohrkopf in meinem Gesicht haben. Ich bin zwar ein Androidin und könnte das vielleicht mögen, aber ich will's nicht. Wie, du hast keine Items fallen lassen? Schade. Ich hatte aber da hinten gerade irgendwas gesehen. Nee, das war doch kein Item, oder? Nee, da, genau. Da war wieder ein Körper, den ich bergen kann. Du heißt Argo. Okay. Und warum die ganzen Zahlen dahinter? Mussten die Zahlen da sein? Ist das nicht zufällig, weil sie Bunkerzahl? Da ist noch ein Körper. Warum springe ich? Ich habe keine Ahnung. Ja. Da hinten ist auch noch ein Item. Und noch eine Leiche. Mann, hier sind aber viele Leichen. Allen Anschein nach sind die hier alle verreckt. Ist das auf der höheren Schwierigkeitsgrade so schwer oder was? Muss ja wohl. Sonst würden die ja hier nicht alle rumliegen. Aber hey, dafür mehr für mich, ne? Lord Loco? Tagchen, Lord Loco! Gibt's noch mehr Leichen, die ich plündern darf? Na, hallo, ich bin das Itemhander. Danke. Na, liegen hier noch mehr Leichen rum? Ich glaub nicht. Ich sehe zumindest jetzt gerade keine. Aber wo bist du denn? Ach, du bist da oben. Was machst du denn da? Ach, egal. Ich lasse dich einfach mal in Ruhe. Falls du nicht jetzt weiter runterkommen solltest, lasse ich dich jetzt einfach in Ruhe, ja? Ich habe das Gefühl, dass du mir gerade am Arsch klebt. Mann, du bist aber ein sehr wilder. Sag mal, kannst du aber aufhören, so wild durch die Gegend zu schlängeln? Du bist ja schlimmer als ein Drache. Gott, ich will meinen Laser wieder haben. Und ja, ich weiß, ich könnte meinen Laser einfach ohne Probleme wieder einstellen, aber... Ich stelle mich einfach immer doof an, weißt du? Was ist die Null, die da bei mir aufploppt? Ach so, jetzt weiß ich. Ich hab hier... Ach ja. Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Ich habe doch ein Modul eingebaut, dass ich quasi, wenn ich Schaden mache, auch gleichzeitig mich heilen tue. Wobei... Müsste ich mich ja nicht eigentlich heilen? Ich bin jetzt ein bisschen gerade überfragt, weil eigentlich müsste ich mich doch heilen. Na egal. Spring ich einfach mal hier runter in die Tiefe. Ja, mit dem Bauchplatscher voran. Da liegt schon wieder jemand. Dackchen, ich berg dich mal, ja? Rami.
Oder heißt du Shop 185? Ich hab keine Ahnung. Aber deine Items sind jetzt meins. Da oder da lang? Ich würde mal sagen, ich gehe da lang. Da ist eine Maschine mit einer Fackel. Ist bestimmt wichtig. Hallo. Wie geht's denn so? Sagst du irgendwas? Allen Anschein nach nicht. Du läufst einfach nur durch die Gegend rum. Und da ist schon wieder so eine komische Kiste mit einem Schloss dran. Wie kann ich die aufmachen? Gibt's da irgendein Item oder so? Lässt der ein Item fallen? Nö, der hat keine Daten fallen lassen. Kein Item fallen lassen. Mann, wie kriege ich die komischen Kisten auf? Bis am Ende habe ich das Spiel durch, aber habe keine einzige von diesen verschlossenen Kisten aufgekriegt. This hallway looks pretty old. Au. Sag mal, Leute, könnt ihr mich mal mich in Ruhe lassen? Ich finde gerade die Lichteffekte hier irgendwie ziemlich geil in dem Spiel. Sag mal, von hinten angreifen ist unfair, weißt du das? Ich glaube, hier kann ich mal die Lampe abschalten. Wo komme ich denn jetzt? Oh, hi, was bist du denn für einer? Nee, mich anbohren kannst du vergessen. Wie sehe ich denn aus? Wie eine Holzplatte oder was? Geht's da lang? Oh, da geht's irgendwo hin. Aber ich glaube, da komme ich jetzt nicht irgendwo hin, wo ich jetzt sein sollte, oder? Nee, das geht ganz woanders hin. Das ist ein Fahrstuhl? Analysis. Strong software locks detected. Access impossible. Okay. Kriege ich dann irgendwann diese Software, damit ich da reinkomme? Würde ich gerne mal wissen. Weil irgendwie muss ich ja auch noch diese komischen verschlossenen Kisten hier irgendwie aufkriegen. Und vielleicht ist das ja auch irgendwas mit dieser Software, die ich noch nicht habe. Du bist mir ein bisschen zu nah, Kollege, weißt du das? Look at all these dead machines. Seems like they've been here for a long time. Scheint so. Warum bin ich jetzt plötzlich in irgendeiner Art von Gebäude? Huch. Schickes blaues Licht. What is this place? I don't know. There's nothing like it in the database. Das sieht aus wie eine Art Raumschiff oder sowas in der Art. Tue ich hier nichts triggern? Okay, dann gehe ich einfach mal weiter. Oh, da liegen wieder zwei. Are they dead? To be. Look. Ein Fenster. Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. Was seid ihr denn für welche? You. To be. Look out. My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago by us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creators? Oh, there's no need to fret about them. They were simple, infantile. Almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us. But the humans on the moon? Now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior?
We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. We will then dissect and analyze them in order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that! Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Well, I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Time grows short. This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. The aliens were already dead. Yeah. We better get back to the bunker. Mann, was haben die ganzen Maschinen hier eigentlich für ein Problem, dass sie ständig irgendwie so gut wie fast nichts anhaben? Ich meine, okay, die beiden hatten Handschuhe an, eine Hose und Schuhe? Ja, und der eine hat ein Tattoo. Aber die beiden haben verdammt viel ausgehalten. Und ich weiß nicht wieso, aber die Musik hat sich irgendwie so ein bisschen irgendwie wie Tekken angehört. Oder wie irgendetwas, was bei Tekken irgendwie vorkommen könnte. War irgendwie ein bisschen eigenartig. Wo kann ich jetzt hier aus? Kann ich einfach die Treppe wieder hoch oder, wait a second, what? Kann ich jetzt hier nicht, kann ich einfach hochschwingen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Und warum sehen diese komischen Aliens aus wie verschrumpelte Gurken? Fragen über Fragen. Wobei die Aliens, so ein bisschen sehen die irgendwie aus wie diese komischen Aliens aus Metal Slug. Ich weiß nicht wieso. Aber die haben. This way again? What a pain. Stop complaining. Yeah, yeah. Gewisse Ähnlichkeiten, ja. Sollten wir vielleicht mal die Lampe wieder einschalten. 2B, this is Operator 60. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they'd finally got it working. Oh, heißt das jetzt, ich kann mich quasi jetzt von A nach B teleportieren, so wie ich es eigentlich gedacht habe? Weil ich habe mich schon gewundert, warum ich quasi das bei den anderen komischen Automaten hier nicht machen kann. Ist doch bestimmt hier ein Automat, oder? Ich meine, so wie das hier aussieht, sieht aus wie ein Automat. Ja. Und was willst du hier eigentlich? Hey, how's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate too. Und Teleportation wahrscheinlich genauso, weil wenn ich nämlich gesehen habe, dass ich kurz nachdem ich gespeichert habe, erstmal von einer verdammten Wildsau angegriffen werde und ein paar Maschinen, dann ist das Teleportieren nicht unbedingt ungefährlicher. That concludes our report on the events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course. Your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal. You mean that freaky machine we ran into? This order comes directly from the Council. Knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions. Understood. Okay. In der einen Sekunde wurde ich gerade in einen Automaten reingesteckt und wurde dann mal eben zum Warenlager hinzugefügt und in der nächsten Sekunde plötzlich stehe ich vor der Tante hier. Okay. Das ist gerade ein bisschen komisch gewesen, aber okay.
Ich hab kein Problem damit. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich hab keinen Schimmer, weil meine Karte weg ist. Achso, da ist sie wieder. Lass mich raten, ich muss wieder zum Zugriffspunkt von Pascal. Achso, hab ich hier auch irgendwo so einen Automaten rumfliegen? Ich hab eine E-Mail erhalten. Das ist schön. Ich habe aber gerade kein Terminal, damit ich gucken kann. Man, the commander sure is a slave driver, huh? And now we have to go back to the city ruins. Ach, hier sind die Dinger, okay. Gleich in mehrfacher Ausführung. Why don't we rest a little bit, 2B? It's been a while. I'll rest if I feel like it. Genau. Hier ist irgendwas Rotes. Ist das hier nicht dieser... Ach genau, das ist ein Hangar, okay. Und was ist das da hinten? Weil hier sind ja mehrere Abteile. 7B? Okay, es sind anscheinend ja auch noch quasi Quartiere oder was. Und was ist das hier? Das ist ein... Terminal? Geht's da irgendwo hin? Irgendwo hin, wo es interessant ist. Kann ich ja irgendwelche Sachen vielleicht sogar kaufen? Nee, aber dafür habe ich... Ah doch, ich kann hier offenbar sogar einkaufen, das ist gut. Aber hier ist schon wieder so eine dämliche Kiste, die ich nie aufmachen kann. Aber kriege ich vielleicht bei dem was, was ich auf, kaufen kann, damit ich die aufmachen kann? Muss ich mal gucken. Kaufen. Laser, Illusion und so. Aufbewahrung. Scheint da jetzt nicht zu sein. Ist hier irgendwas? Nee, das ist Pot verbessern. Sicherungsschiffs. Nee. Nope. Da ist auch nichts vorhanden. Das ist aber jetzt gerade nicht so gut. Wie kann ich die ollen Kisten hier aufmachen? Das ist doof. Bestimmt kriege ich irgendwann ein Item, allerdings erst, weiß ich nicht, in der Mitte vom Spiel? Oder vielleicht gegen Ende vom Spiel? Ich weiß es nicht. Naja, was soll's. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich hier an dieser Stelle Ende mache. Wobei, ich will nur mal ganz kurz gucken, ob ich bei 2B eigentlich reingehen kann. In die Bude. Wo waren das jetzt nochmal? War das hier? Ja, da. Kann ich rein? Gibt's hier irgendwas Neues? Was ist denn da? Achso, das ist der Automat, okay. Und sonst so kann ich nicht eigentlich nur hinlegen, okay? Na gut. Hm? Achso, das war die Tür gewesen. Komisches Geräusch gerade gehabt. Ja gut, wie gesagt, ich mache dann jetzt erstmal an dieser Stelle hier Ende und ja, geht's dann wohl bei der nächsten Folge dann wohl erstmal mit den Nebenmissionen weiter, würde ich mal sagen. Weil ich will die ja auch noch machen, bevor die am Ende verschwinden, falls die dann verschwinden sollten. Weil wenn sie verschwinden, dann wird's blöd. Ja, aber bis dahin einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.